Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video, denn wir stehen hier in meinem Lager und ich muss dringend meine Kisten beschriften. Dort bewahre ich die Kuscheltiere auf, die ich besticke. Und das Ganze mache ich mit dem Plotter mithilfe der Craftcard-Folien. Dieses Video ist in Kooperation mit Kreativplotter entstanden. Vielen Dank an Kreativplotter an dieser Stelle. Und die Craftcard-Folie, die stelle ich euch in diesem Video genauer vor. Und los geht's! Ich benutze für die Beschriftung meiner Boxen die 33 cm breite Craftcard Premium Vinylfolie. Sie ist eine qualitativ hochwertige Alternative zu den Cricut Smart Vinyl Folien. Craftcard bietet im Vergleich zu anderen Firmen eine sehr große Bandbreite an Farben und auch im Bereich Iron-On Flex Folie sind viele Sorten von Craftcard für alle Maschinen geplant. Und das Coole ist, du kannst sie mit und ohne Schneidematte verwenden. Und die Schnitteinstellungen sind identisch wie die vom Smart Vinyl. Für mein Projekt benutze ich das Premium-Vinyl in Matt in der Farbe Rose Gold Metallic. Zuerst messe ich mir aus, wie breit und hoch die Schrift sein darf. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, ohne Schneidematte zu schneiden, dann mache ich das auch. Nun wird die Schrift vorbereitet. Dafür gehe ich in meinen Arbeitsbereich und wähle einen neuen Text aus. Ich suche mir die passende Schriftart und dann passe ich die Schriftgröße an meine eben ausgemessene Kiste an. Die Craftcard Premium Vinylfolien sind übrigens brandschutzzertifiziert und dürfen sogar in öffentlichen Gebäuden verwendet werden, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Theatern, Kinos etc. Wir müssen das Ganze nicht spiegeln, da wir nicht mit einer Flexfolie arbeiten und das Ganze nachher mit der Übertragungsfolie übertragen. Als Material wähle ich Smart Vinyl Removable. Und dann geht's auch schon los. Das war jetzt ein Wort als Testschnitt und nachher werde ich alle Wörter auf einmal schneiden. Schneide die Folie nun gerade ab, das kannst du super mit Hilfe der Gitterung auf der Rückseite tun. Nun wird entgittert. Der Abdeckträger der Premium-Vinylfolie ist übrigens silikonisierter Spezialkarton und damit sehr leicht zu entgittern und zu übertragen. Die meisten Vinylfolien, die direkt von den Plotterherstellern kommen, haben meist einen Kunststoffträger und dieser ist teilweise nicht silikonbeschichtet. Nun übertragen wir unsere Vinylfolie auf die Übertragungsfolie. Ich schneide mir dafür ein Übertragungsfolienstück in der passenden Größe wie die Schrift zu. Du kannst die Übertragungsfolie übrigens mehrmals benutzen. Dank des Karo-Aufdrucks direkt auf der Folie wird das Ausrichten sowie die richtige Proportionierung zum Kinderspiel. Nun übertrage ich mir die Schrift mit Hilfe eines Rakels auf die Übertragungsfolie. Die Einwegzeit zwischen dem Anrakeln der Übertragungsfolie und dem Abziehen sollte bei Zimmertemperatur immer mindestens einige Minuten sein, da der Klebstoff wirken muss. Positioniere diese Folie mit deiner Beschriftung nun auf deinem Projekt. Drücke es nun gut mit dem Rakel an und anschließend kannst du die Übertragungsfolie einfach abziehen. Das ist ehrlich gesagt der schönste Moment. Drücke nun die Schrift noch einmal zur Sicherheit gut an und fertig. Der Testlauf ist gut gelungen, also werden jetzt alle anderen Wörter geschnitten.
Alles, was du an deiner Schrift nun nicht brauchst, kannst du entgittern. Und sehr praktisch ist der CraftCut Fingerbin. Und jetzt kann ich alle meine Kisten beschriften und ich freue mich schon total auf das aufgeräumte und organisierte Ergebnis. CraftCut hat übrigens noch viel mehr Folien, wie zum Beispiel diese CraftCut Ink Transfer Sheets, Polytape, hitzebeständiges Tape und noch viel mehr. Für mehr Infos dazu schau gern auf der Homepage vorbei unter www.craftcut.com. Ich bedanke mich bei dir, dass du reingeschaut hast. Wenn du Lust hast, abonniere gern meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, eure Annie.